Hallo, ich bin Katrin von Styling Pink. Wir sind heute auf der Jammesse unterwegs und gerade am Mustang Jeans Start. Jetzt werde ich Martin ein paar Fragen stellen zu der Kollektion und was das Label aussieht. Hallo, was zeigt die neue Kollektion aus? Die neue Jeans-Kollektion zeichnet sich in erster Linie durch neue Denims aus. Wir haben sehr, sehr viele Vintage-Themen drin. Die Hosen werden also wieder viel stärker gebürstet, teilweise sandgestrahlt. Und bei spezielleren Themen werden die Hosen und die Gewebe auch mit sogenannten Ohrschleifern dann behandelt, um richtig kernige Muster-Optiken zu bringen. Welche Jeansformen gibt es da? Welche, die besonders herausragend sind, die besonders verkauft werden im Moment? Hier unterscheidet sich der Herrenbereich etwas vom Damenbereich. Ich fange mal mit den Damen an, wie sich das gehört. Wir haben bei Damen eine nach wie vor sehr, sehr starke Tendenz zur Röhre, insbesondere zumindest zu gerade geschnittenen Formen. Als Eyecatcher ist sicherlich Stand heute die Marlene-Form, als ausgestellte weitere Hose auch noch mit dabei. Wobei wir für Herbst Winter schon ganz fokussiert schmale Suede-Formen und Röhre mit dabei haben. Bei Herren ist es eine ähnliche Sache. Auch hier sind es im modischen Bereich sehr, sehr spezielle Straight Cut Formen. Hier haben wir ganz, ganz viel in dem Bereich, wie es bei uns heißt, Black drin, also gerade geschnittene Passformen mit 42er, 44er Fußweite. Das Unternehmen entwickelt sich ja immer weiter. Wie sehen denn Ihre Pläne für 2009 aus? Okay, schön, dass du fragst. Wir sind ja 1932 als Mustang Jeans gestartet. Wir haben seinerzeit das Kernprodukt Jeans gehabt und im Laufe der Jahre wurde das mehr und mehr. Es hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren der Markt auch massiv verändert. Insofern haben wir im Moment ganz starke Retail-Ambitionen. Wir expandieren sehr stark im eigenen Retail. Das heißt, wir werden dieses Jahr in Deutschland 40 neue Standorte selbst betreiben. Hierzu 1A-Lagen in Stuttgart, Frankfurt, Köln. Also da versuchen wir auch mit diesen Instrumenten nicht nur mehr Waren zu verkaufen, sondern einfach diese Faszination Mustang nach vorne zu treiben, die wir sehr, sehr stark leben. Und mit diesen Mitteln, eigene Läden, kann man natürlich auch in Sachen Abverkauf auch wieder für die zukünftige Kollektion tolle Erfahrungen sammeln, die wir sonst gar nicht haben. Okay, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Danke dir.